Wollen Sie auch nach Guatemala? Sie müssen sofort das Flugzeug stoppen, weil mein Baby in dem Flugzeug ist. Wieso sind Sie nicht dabei? Mein Sohn wurde entführt. Ich werde versuchen, den Piloten zu erreichen. Nehmen Sie sofort die Hände hoch! Sie sind verhaftet! Hände hoch, habe ich gesagt. Ich habe keine Zeit für so etwas. Ich muss meinen Sohn retten. Das können Sie dem Richter erzählen. Wieso werde ich überhaupt verhaftet? Weil Sie durch die Sicherheitskontrolle gerannt sind. Das ist verboten. Checken Sie es nicht. Mein Sohn wird gerade entführt. Sie kommen jetzt mit. Ist er das? Ja, das ist er. Sie haben den Richtigen. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, was los ist. Ich bin nicht zum Spaß hier. Er hat gesagt, dass er gerne eine Waffe dabei hätte. Das reicht. Ich habe genug gehört. Sie beide werden eingesperrt, bis wir wissen, was hier wirklich los ist. Wie lange fliegen wir eigentlich bis Guatemala? Ich glaube, es sind 6 Stunden. Leg dich einfach hin. Wenn du aufwachst, sind wir schon da. Wie lange müssen wir hier drin bleiben? So lange, bis ich weiß, was ihr wirklich vorhabt. Das habe ich Ihnen schon 10-mal gesagt. Ja, genau. Irgendjemand hat ihr Baby geklaut. Diese Märchen können Sie anderen erzählen. Aber nicht mir. Wenn das hier vorbei ist, verklage ich Sie. Viel Erfolg dabei. Hey Sven, kurze Frage. Was gibt es, Stefan? Diese Familie vorhin mit dem Baby, hast du die gesehen? Ja, die haben bei mir ihre Tickets geholt, warum? Kam dir bei denen etwas komisch vor? Der Mann hat sich eigenartig verhalten, oder nicht? Ja, er war total aggressiv. Das ist mir auch aufgefallen. Ich muss mich um etwas kümmern. Bis später. Hallo, Herr Peters. Was machen Sie denn hier? Psst, nicht so laut. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Aber warum? Weil ich Ihnen glaube. Versuchen Sie leise zu sein. Was haben Sie vor? Ich werde das Schloss knacken. Es hat funktioniert. Kommen Sie mit, wir dürfen keine Zeit verlieren. Sie haben recht, wohin gehen wir? Das sehen Sie gleich, folgen Sie mir einfach. Was machen wir hier? Hier stört uns niemand. Wir müssen Hans anrufen. Wer zum Teufel ist Hans? Der Pilot. Nur er kann uns noch helfen. Hallo, hier ist Hans. Gibt es ein Problem? Hallo Hans, hier ist Stefan. Wo bist du gerade? Ich bin 20 Kilometer vom Atlantischen Ozean. Warum rufst du mich an? Hör mir genau zu. Du musst das Flugzeug sofort umdrehen. Ich muss was? Du musst das Flugzeug umdrehen und zwar schnell. Das geht nicht. Geben Sie mir das Handy. Hans, hier ist Martin. Ich kann nicht umdrehen, Martin. Dafür habe ich nicht genug Tank. Mein Sohn wurde entführt. Er ist in Ihrem Flugzeug. Bitte tun Sie etwas. Es gibt eine Insel in der Nähe. Ich kann dort eine Notlandung machen. Ja, bitte tun Sie das. Die Insel heißt Gran Canaria. Ich werde dort landen. Vielen Dank, Hans. Sie sind ein Ehrenmann. Ja, das bin ich. Was hat er gesagt? Wir müssen sofort nach Gran Canaria. Da ist er. Nehmt ihn fest.
Lauft! Beeilt euch, die verschwinden. Was sollen wir jetzt machen? Da steht ein altes Flugzeug. Wir haben eine 50-50 Chance, dass es noch fliegt. Das klingt nicht gut. Wir haben keine andere Wahl. Los jetzt! Liebe Passagiere, wir erreichen unser Ziel in 30 Minuten. Sind wir schon da? Das ist eigenartig. Wir sind erst seit 2 Stunden unterwegs. Vielleicht ist es die Zeitverschiebung. Ja, das kann sein. Schau mal aus dem Fenster, Schatz. Es ist wunderschön. Sicher, dass wir mit dem Ding fliegen können? Nein. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Steigen Sie ein. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wollen Sie Ihren Sohn retten oder nicht? Sie haben recht. Steigen wir ein, alles oder nichts. Wie lange brauchen wir? Mit diesem Flugzeug kann es etwas dauern. Hoffentlich kann Hans die beiden hinhalten. Das hoffe ich auch. Sie dürfen auf keinen Fall merken, dass sie nicht in Guatemala sind. Ansonsten wird es gefährlich. Es ist wunderschön hier. Gefällt es dir? Es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mir Guatemala irgendwie größer vorgestellt. Was machen Sie eigentlich noch hier? Ich genieße nur ein bisschen die Sonne. Eine Frage habe ich noch. Ja? Warum sind wir nicht am Flughafen gelandet? Der Flughafen hatte heute geschlossen. An einem Dienstag? Das kann nicht sein. Irgendwas ist hier faul. Oh mein Gott, was ist es? Oh mein Gott, was ist das? Was meint er? Dieser Mistkerl. Du wartest hier, Carla. Da vorne ist die Insel. Wir können landen. Hilfe! Oh, aua! Für wen arbeiten Sie? Ich arbeite für die Lufthansa. Ansonsten für niemanden. Das glaube ich dir nicht. Wohin hast du uns gebracht? Nach Guatemala. Da wollten Sie doch hin, oder nicht? Warum steht dann dort Willkommen in Gran Canaria? Ich kann das erklären. Erzähl mir sofort, was Sache ist. Sag mal, heult er etwa? Wir gehen jetzt an einen ruhigeren Ort. Dann erzählst du mir alles. Bitte schießen Sie nicht! Was zur Hölle ist hier los? Wo sind wir? Sie sind auf Gran Canaria. Ich habe sie hierher gebracht. Warum machst du das? Wir wollten doch nach Guatemala. Ich weiß, dass sie das Baby entführt haben. Also steckt Martin dahinter. Ja, er ist auf dem Weg hierher. Danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Ich habe keine Verwendung mehr für dich. Mach's gut, Opa. Bitte nicht! Na, sieh mal einer an, wenn man vom Teufel spricht. Wie konntest du mir das nur antun, Linda? Oder sollte ich lieber Carla sagen? Ich musste es tun. Ansonsten hätte ich nie ein Kind bekommen. Nichts Persönliches? Du hast mein Baby geklaut! Klappe halten, und zwar alle! Wie kommst du auf die Idee, unbewaffnet herzukommen? Wer sagt, dass ich unbewaffnet bin? Was soll das denn heißen? Schau mal, hinter dich! Auf den Trick falle ich nicht wieder rein. Oh oh. Nimm das, du Schwein! Und jetzt zu dir, Linda. Gib mir sofort das Baby. Aber Martin, ich liebe dich. Wir können immer noch ein Paar sein. Was? Du liebst mich noch? Papa! Ich meine, gib mir sofort das Baby.
Keine Angst, Luca. Wir bringen dich nach Hause. Jetzt bist du in Sicherheit. Frage an euch. Wo landet der Pilot? A. Auf Teneriffa, B. La Palma oder C. Gran Canaria? Schreibt einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.